Wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Beim letzten Video ging es ja ums Zonensystem, also um die Negativentwicklung im Zonensystem. Als ich den Film dann geschnitten habe, dann habe ich dann gemerkt, hoppla, da sind noch ein paar Sachen, die ich also nicht so ganz klar ausgedrückt habe. Und ja, muss einfach auch sagen, diese ganzen Videos, da gibt es kein Drehbuch oder ein Skript. Ja, ich stelle mich hin und erkläre Ihnen das. Und diese Sachen sind jetzt eben auch ja, schon 30 Jahre her und ich ja, bitte ein bisschen um eine Toleranz. Aber um es mal eindeutig klarzulegen. Das Zonensystem geht im Positiven vom Schwarz nach Weiß. Also ein positives Schwarz Zone 1 und Weiß ist dann eben Zone 10. Und im Negativ, das ist das, was wir eben auch letztes Mal entwickelt haben, ist es eben dann so, dass die Zonen dann eben von Weiß nach Schwarz gehen. So, das mal zur Klärung, weil das brauchen wir heute, vor allem jetzt auch bei der Belichtungsmessung dann. Das Zweite, sagen wir mal, diese Gradationskurven, die habe ich sehr großzügig abgelesen. Also hier, wenn es interessiert, nochmal diese Kurven für N, N plus 1, N plus 2, also praktisch diese zwei Dichten. Ja. Wie jetzt Dichte und ja, Blende, Zeit und so zusammenhängen. Ja, ich habe da so ein Blatt mal für frühere Schulung gemacht. Und da sieht man eben, also 0,3 Dichte entspricht eine Blende. Und es ist eben auch so, dass eben diese Lichtwerte, mit denen haben wir es heute zu tun, die sind auf dieser Tabelle eben auch aufgeführt, weil das eben alles einfach so zusammenhängt. Nun wieder hier oben auf der Empore hier in der Kirche in Weißenau und natürlich im Schwarz-Weiß-Modus. In den nächsten Minuten geht es um die korrekte Belichtungsmessung. Die Filme haben wir jetzt entwickelt, wir haben jetzt eben auch unsere Standards und wir haben die Filme vor allem ja auch auf zwei Zonen also hin entwickelt. Da kommen wir jetzt noch gleich drauf, warum das so elementar ist. Machen wir mal zuerst noch einen kleinen Rückblick. Früher war das so bei der Belichtungsmessung, da hat man naja, so ein Sixtomat, also so ein Selenbelichtungsmesser. Und das war jetzt kein eingebauter Belichtungsmesser, wie wir es heute in der Kamera haben. Also da messen wir, was das reinkommt in die Kamera. Hier messen wir praktisch, ja, was so an Helligkeit ist. Also wenn man hier das hier so misst, das gesamte Bild wird praktisch ja, wie vermischt. Und wenn das Gemisch praktisch einen Grauwert von 18% hat, dann ist das korrekt belichtet. Also auf diese 18% sind alle Belichtungsmesser geeicht. Und das funktioniert erstaunlich gut. Wenn wir hier das ablesen, da haben wir jetzt bei 200 ASA, bekommen wir dann bei Blende 16 eine Viertelsekunde Belichtungszeit für dieses Motiv. Diese Belichtungsmessung, die ist natürlich halt wirklich so allgemein. Ja, und dann ging es eben darum, wie macht man das präziser. Und da gibt es eben so ein Spotmeter, also hier ist das noch ein ja, also dieser Pentax Digital Spotmeter, ja, das ist so wirklich der ja, absolute Klassiker, so. Also praktisch so das Zepter der Zonenfotografie. Da ist danach also hier auch eine Zonenskala dann noch aufgebracht. Bei der Messung im Zonensystem messen wir eben zwei Punkte an. Der eine Punkt ist praktisch da, wo im Schatten noch Zeichnung drin sein soll und der zweite Punkt, wo in den Lichtern noch Zeichnung sein soll. Also hier, dieser Kirche, wäre es hier praktisch hier oben noch Zeichnung in diesen ja, Deckengemälden und das andere sind natürlich diese Fenster. Da sollen also diese Butzenscheiben, die sollen also natürlich schon noch deutlich herauskommen. Also messen wir zuerst also der Schatten, also auf diese Zone 2 praktisch, also wir sind jetzt im Positiv und was ich jetzt hier gemessen habe, war ein Lichtwert von 5, der wurde mir Ihnen angezeigt und diesen Lichtwert, den lege ich jetzt hier auf diese Zone 2. So.
Die zweite Messung, die ich mache, die mache ich jetzt auf die Lichter, also sprich hier auf das Fenster. Und da wird mir jetzt ein Lichtwert von 11 plus etwas angezeigt. Wenn ich jetzt diesen Lichtwert auf 11 hier dann schaue, dann liegt der Lichtwert tatsächlich jetzt direkt auf Zone 8. Also wir haben genau diese 6 Blenden Unterschied. Das entspricht praktisch einer Normalentwicklung. Wenn ich jetzt diese Einstellung hier gemacht habe, dann kann ich hier jetzt eben diese Belichtungszeit ablesen bei Blende 16, wären wir hier jetzt eben auf einer halben Sekunde Belichtungszeit. Also etwas länger wie bei dem Sixtomat vorher, weil der Sixtomat vom Gegenlicht praktisch beeinflusst wurde. Wäre man draußen, müsste man jetzt eben noch, hätte man meistens einen Filter vorne drauf und müsste man noch die Verlängerungsfaktor von dem Filter dazu rechnen. Und das ist dann noch praktisch die Belichtungszeit, die ich an meiner Kamera einstelle. So, nun ist jetzt draußen eine Wolke davor gegangen. Also die Kontraste sind jetzt also nicht mehr so hoch. Aber wenn wir jetzt nochmal messen, dann haben wir hier jetzt eben, ja, hier immer noch unsere 5. Jetzt haben wir mal hier hin, dann kommen wir jetzt doch hier jetzt mehr auf 10, weil jetzt einfach so das Gegenlicht nicht mehr so stark ist. Das heißt, wir legen die 5 eben wieder auf diese Zone 2. Ja, viel von dem ganzen Deckengemälde ist ja nur so, dass man sieht, da ist noch was drin. Aber wenn wir jetzt auf die Zone, den Lichtwert 10, hätten wir jetzt auf Zone 7. Und das ist jetzt eben, ja, eine Zone zu wenig. Das heißt, jetzt würde man sagen, bei so kleinerem Kontrast will ich das Negativ härter entwickeln. Also ich gehe dann hin und entwickle das Negativ n plus 1. Also das heißt, ich habe dann nachher die anderen Werte. Der Vorteil der Zonenfotografie ist auch nicht unbedingt jetzt hier diese Messmethode, sondern es geht darum, jeder hat seine Filme sehr viel genauer kalibriert. Die meisten Schwarz-Weiß-Fotografen, die entwickeln halt nach, ja, Rezept, und wenn die negativ anschauen, dann sehen die nicht viel. Also das, was ich gelernt habe bei der ganzen Schwarz-Weiß-Fotografie, ist, dass das Negativ wichtiger ist wie das Positiv. Was sie im Negativ nicht drin haben, kriegen sie ins Positiv nie rein. Normalerweise ist es nun so, dass man ja jetzt eben den Film entwickelt, und dann rein in den Vergrößerer, und dann geht es, welches Papier, welchen Entwickler, nachbelichten, abwedeln und so weiter. Also da gibt es schon noch einige Möglichkeiten, wie man das jetzt so macht. Ich habe jetzt aber kein Labor mehr, und ich möchte hier an diesem Punkt jetzt auch mal schnell eher in verschiedene Richtungen gehen. Das eine ist, was kann man eigentlich aus solchen negativen, die man vielleicht zu Hause hat, Schwarz-Weiß-Negativen, was kann man da eigentlich alles machen? Also ich zeige nachher noch ein Beispiel. Dann ist es so, dass eine moderne Kamera, die hat ja heute nicht nur eine Zweipunktmessung, sondern die hat eine Mehrfeldmessung. Und da werden nicht nur zwei Punkte, sondern 30, 40 Punkte angemessen. Also es ist einfach so, wie funktioniert das heute eigentlich mit einer modernen Kamera? Also auch da möchte ich einfach noch ein Video machen. Wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Negativ habe, das eine ist praktisch die Ausarbeitung im Labor, die jetzt ja eingeschränkt ist. Die andere ist die Ausarbeitung im digitalen Labor. Das heißt, ich scanne das Negativ, und welche Möglichkeiten habe ich dann? Also hier gibt es also noch mehrere Videos, die eben sich mit verschiedenen Möglichkeiten dann beschäftigen. Kommen wir zum Schluss dieses Videos nochmal zur Farbe. Diese klassische Schwarz-Weiß-Fotografie, die habe ich ja vor 30 Jahren gemacht. Ja, und das zwischendrin ist es so, dass ich meine Fotografie, meine Ausdrucksform weiterentwickelt habe, aber eher dann in Richtung Jazz, also welche Möglichkeiten gibt es noch in der Fotografie, und ja, seit ein paar Jahren, muss ich sagen, hin zum Pop. Und wenn man sich so, ja, ein paar Tage immer mit dem gleichen Motiv auseinandersetzt,
Ja, dann erscheint ihm das nachts im Traum. Und heute Nacht, ja, um 2:30 war das so, da bin ich aufgewacht und dann dachte ich, Mensch, ja, wie wäre es das eigentlich, wenn ich jetzt dieses Architekturmotiv, ja, fraktal ausarbeiten würde, also einfach diese neuen abstrakten Möglichkeiten, weil diese basieren tatsächlich auch auf Gradationskurven. Nur ist es nicht so, dass ich jetzt da so eine Gradationskurve habe, 1, 2 und dann noch ein bisschen höher oder runter. Nö, meine Gradation, ich mache diese so wild, ja, und dann mache ich da nochmal eine und nochmal eine und dann mache ich die hintereinander und dann werden die miteinander verrechnet. Ja, und das, was dann nachher zum Schluss dabei rauskommt, ja, das ist dieses Bild hier. Und von der klassischen Fotografie zur Pop-Art, ja, großer Sprung. Naja, ein paar Stunden. Und es ist eben so, dass man sagen muss, ja, es ist so anders, dass es auch auf der ganzen Welt keinen Kunstkritiker oder geschweige denn Galeristen geben würde, der nachvollziehen könnte, wie man von so einem Negativ, ja, zu so einem Bild kommt. Für mich persönlich ist das schon eine ganz neue persönliche Herausforderung. Unendliche Möglichkeiten eröffnen sich hier einfach auch der Fotografie über die Abstraktion. Und um solche Bilder zu machen, ja, da brauchen Sie kein, naja, heiliges Zepter der Zonenfotografie, sondern Sie müssen das einfach können.